Guten Morgen! Heute möchte ich eine kleine Serie starten zum Thema Gewürze und euch viele der gängigsten Gewürze in einer Art und Weise vorstellen, dass man wirklich einen seriösen Überblick und auch ein paar Hintergrundinformationen über das entsprechende Gewürz erhält und das möglichst in einer unterhaltsamen Form. Also nicht einfach Inhaltsstoffe runterleiern, sondern auch immer etwas zur Pflanze und auch zur Geschichte der Pflanze sagen und vielleicht auch sogar immer einen kleinen chemischen Abriss über die Inhaltsstoffe geben, je nachdem wie ich der Meinung bin, dass ihr das vertragt und auch wie euer Feedback ist. Aber das ist natürlich wieder abhängig wirklich von eurer Meinung, denn mir macht es durchaus Freude euer Wissen zu erweitern, aber nur dann, wenn euch das angenehm ist. Denn ich denke mir so, dass ihr auch mal eine Pause von meinem lebt ein bewusstes Leben Predigten, teilweise Sinnespredigten braucht und außerdem ist sich Wissen anzueignen auch eine Form von Bewusstheit. Also euer Feedback ist willkommen und das immer in den Kommentaren posten. Also schießen wir los. Heute soll es um den Ingwer gehen oder wie er in den Fachkreisen genannt wird, Zingiber officinale oder anders ausgesprochen, ich bin des Latein nicht mächtig, das gebe ich gerne zu. Der Ingwer, den wir in den Läden kaufen, wird häufig als Wurzel bezeichnet. Aber botanisch gesehen ist der Ingwer keine Wurzel, sondern ein Sprossachsensystem, die meist, welches meist unterirdisch und bodennah wächst. Das sogenannte Ingwer-Rhizom vermehrt sich vegetativ, also ungeschlechtlich. Die Wurzel, die keine ist, aber so genannt wird, wird einfach in die Erde geknallt und nach einem Dreivierteljahr kann man die verzweigten Knollen ernten. Allerdings im Gegensatz zu Topinambur, was große Ähnlichkeiten mit dem Ingwer hat, botanisch gesehen, wird es in unseren Breitengraden sehr schwierig Ingwer anzubauen, da es ein zwar gerne schattiges Plätzchen hat, aber der Schatten sich idealerweise in den Tropen befindet. Aus den Wurzeln wachsen dann ca. 1 Meter hohe schilfartige Gewächse, die gelb und purpur leuchten. Zu den wichtigsten Anbaugebieten des Ingwer zählen heute China, Taiwan, Indien, Nigeria und Sierra Leone und Australien. Den Ursprung des Ingwers und dessen Verbreitung aus dem arabischen Raum durch Gewürzhändler, der wird schon in der Antike angenommen. Wir hier in Mitteleuropa haben erstmalig wahrscheinlich so gegen 900 nach Christus, also in dem Jahr, wo Ludwig der Blinde König von Italien wurde, von der Knolle erfahren. Es ranken sich Gerüchte, dass eben jener Ludwig statt purem Gold sich diese goldgelben Ingwerknollen hat drehen lassen. Daher auch sein Beiname, der Blinde. Das ist natürlich Unsinn. Aber so könnte ich mir merken, dass der Ingwer um 900 nach Christus nach Europa gekommen ist, wo eben der Ludwig der Blinde König von Italien geworden ist. In Mitteleuropa angekommen hat dann der Ingwer im Mittelalter einen Siegeszug als Gewürz- und Heilpflanze angetreten, denn er wirkt sowohl antimikrobiell als auch verdauungsfördernd, antiemetisch, das bedeutet, dass er den Brechreiz aufhält bzw. unterdrückt, was gerade im Mittelalter, wo man dann doch schon vom Medizinmann des Vertrauens einige fragwürdige Dinge schlucken hat müssen, von unschätzbarem Vorteil gewesen war. Und des Weiteren ist der Ingwer cholerätisch, das bedeutet, dass er den Gallenfluss anregt. Der Ingwer kann sowohl frisch verzehrt werden oder aufgrund der besseren Haltbarkeit getrocknet werden. Das Trocknen, das industrielle Trocknen, hat mich dann als Rohköstler besonders interessiert und ist beim Ingwer standardmäßig nicht mit der Einhaltung einer restriktiven 100% Rohkostqualität zu vereinbaren. Denn beide, also es gibt zwei, da kommen wir vielleicht nachher dazu. Also Ingwer wird erstmal direkt nach der Ernte mit heißem Wasser überbrüht und dann erst getrocknet. Es wird nämlich unterschieden zwischen zwei verschiedenen Ingwerarten, aber es ist bei beiden Ingwerarten gleich. Aber da gibt es noch einen Unterschied. Es gibt einmal den geschälten weißen Ingwer und den ungeschälten schwarzen Ingwer. Den schwarzen erkennt man dann im Verkauf daran, dass er eine braun-schwarze, runzlige Rinderkorkschicht hat. Und während der weiße, den wir wahrscheinlich alle vor Augen haben, wenn wir Ingwer uns verbildlichen, einfach schön hell ist, den wir auch meistens kaufen können. Und genau da liegt das Problem. Die Menschen mögen weiß. Weil es damit klar und rein assoziiert ist. Deswegen redet man ja auch von einer reinen Weste und von einem reinen Gewissen. Nur leider sind die weißen Knollen nicht wirklich rein, denn damit sie so schön richtig rein und schön hell sind, werden sie mit Schwefeldioxid gebleicht.
Aber die geschulte Hausfrau von heute weiß dann natürlich, dass sie auf den Bio-Ingwer achtet, um solche nutzlosen und unnatürlichen Marketingstricks zu umgehen. Nur leider ist das Schwefeldioxid auch ein zugelassener Zusatzstoff in Bio-Lebensmitteln. Das bedeutet, ihr bekommt außer bei ausgewählten Händlern nie einfach reinen Ingwer, selbst wenn er in Bio-Qualität vorliegt. Ich verweise da an dieser Stelle auch immer gerne auf mein Video zu den Bio-Labeln und das ist oben in den Infokarten. Und ja, dass diese bei weitem nicht das versprechen, was ein normaler Geist mit diesem Begriff assoziiert. Wer wirklich unbehandelte Lebensmittel kaufen will, den empfehle ich wie immer den Lebegesund Versandhandel, der allerdings für eine friedliebende, naturrespektierende und gemeinschaftliche Lebensweise steht und zwar Europas zweitgrößter Brotversender ist, aber von der Kirche und entsprechend gottesfürchtigen Menschen ständig mit einer Sekte verglichen wird. Da aber nur der Hinweis, außer irgendwelchen gefakten Aussteigerberichten und populistischen Reportagen sind ja eine ganz normale anerkannte Firma in Deutschland und wie gesagt die einzige mir bekannte, die nach den Prinzipien arbeitet, die ich auch in meinem Garten verwende. Das bedeutet 0 zugelassene Zusatzstoffe und nicht 50 bei den Bioprodukten. Aber nach was schmeckt der Ingwer denn nun? Er hat einen sehr charakteristischen, aromatischen, zitronenartigen und für mich brennend scharfen Eigengeschmack. Entsprechend wird diese charakterstarke Knolle in der Küche auch vielseitig verwendet. Einerseits ist sie die Grundlage von vielen Gewürzmischungen wie zum Beispiel von Curry oder von Chutneys oder Soßen. Andererseits wird der Ingwer auch direkt zum Würzen von süßen Speisen wie Gebäck oder Obstsalat oder auch Milchreis als auch für würzige Speisen wie eine Ratatouille oder eine Gemüselasagne benutzt. Ich persönlich nutze den Ingwer zum Beispiel, ich tue ihn hin und wieder in meinen Smoothie. Das geht auch, da gibt es so eine zitronenartige Note. Aber dezent eingesetzt. Aber auch für Getränke wie Ginger Ale, ein leicht alkoholhaltiges Getränk, was durch Gärung aus mit Ingwer versetzter Zuckerlösung hergestellt wird, kann die gelbliche Knolle auch eingesetzt werden. Gerade in England hat sich Ingwer als eines der Hauptgewürze innerhalb der traditionellen englischen Küche durchgesetzt. Da gibt es eine Art Pfefferkuchen, das Gingerbread und eben auch das schon sogenannte Ginger Ale hat seinen Ursprung von unseren Freunden auf der Insel. Der Geschmack kommt natürlich wie meistens von den ätherischen Ölen des Ingwers. Der Anteil wird mit 1,5 bis 3,3% der Gesamtfrucht angegeben, was durchaus beachtlich ist. Die Hauptkomponenten sind Zingiberin und Zingiberol, daher auch der botanische Name Zingiber officinale oder officinale. Je nachdem ob man das C im Latein kann man es aussprechen wie C oder eben wie K. Da ranken sich so ein bisschen oder da gibt es eine große Diskussion, aber ich sage einfach mal Officinale. Für den aromatischen Geruch ist das Zingiberol verantwortlich, das steht zumindest fest. Diese Komponente hat auch in der Parfümindustrie gewichtige Bedeutung, aber und da verweise ich auch nochmal gerne auf mein Video, wie ihr Parfüm selber herstellt, werft der Parfümindustrie nicht euer Geld in den Rachen. Die Gewinnspannen in der Parfümindustrie sind so hoch wie nirgendwo anders. So, also, ich hoffe, ich konnte euch Neues und Lehrreiches über den Ingwer mitteilen und versuche mich jetzt nicht gerade wieder reinzusteigern. Ich habe schon gemerkt, ich wollte gerade über die Parfümindustrie, aber das ist ja nicht Thema des heutigen Videos. Es ist ein Gewürzvideo und aber wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Videos dieser Reihe sehen wollt, also Gewürze vorgestellt bekommt haben möchtet, komplett botanisch, Geschichte, Chemie, alles. Dann einfach ein Däumchen nach oben und natürlich auch abonnieren, damit ihr die etwaige nächste Folge nicht verpasst. Was sind eigentlich eure Erfahrungen mit dieser Knolle? Eine, die ich kenne, die hat einen totalen Fetisch für Ingwer, eine Person. Und und ich kenne aber auch Menschen, die Ingwer überhaupt nicht abkönnen. Ich bin gespannt, wie ihr das verwendet. Habt ihr vielleicht Tipps, was man mit Ingwer alles machen kann? Ich freue mich auf eure Beiträge, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.